Kennt ihr das auch? Ihr lest die ganze Zeit nur solche Superhelden-Action-Comics und ihr braucht endlich mal eine Abwechslung. Da kann ich euch diese 196 Seiten mal sowas von ans Herz legen, nämlich von Vertigo und Jeff Lemire. Also Jeff Lemire kann in Sachen Vertigo und solchen Graphic Novels nie etwas falsch machen. Nobody. Geschrieben und gezeichnet von Jeff Lemire. Worum geht es hier? In einer Stadt namens Largemouth, die Stadt Largemouth, wird von einem einsamen, mysteriösen, bandagierten Mann heimgesucht, der eine Sonnenbrille trägt. Viele machen sich Sorgen oder fragen sich, wer ist dieser Mann? Was will dieser Mann? Er war seit Tagen in seinem Zimmer, hatte nicht wirklich viel Essen drin gehabt und ist eigentlich eher zurückhaltend, bis ein Mädchen vom Café kommt, das da unten am Hotel ist und ein bisschen mit ihm redet. Und so kommt eigentlich die ganze Sympathie auf. Also wer Abwechslung braucht, den kann ich Nobody von Jeff Lemire einfach nur ans Herz legen. Ich habe zum Glück den Comic nicht gelesen, weil ich nämlich auch so die Spoilergefahr von euch nämlich gelindert habe. Und mir persönlich gehört der Comic nämlich überhaupt nicht, weil ich ihn mir nämlich ausgeliehen habe. Von wo will ich euch jetzt auch irgendwie nicht verraten? The Nobody. Jeff Lemire ist an sich auch jemand, der in Sachen Vertigo nie falsch liegen kann, weil ich weiß nicht, ich mag die Art und Weise, wie er Geschichten schreibt. Ihr kennt das doch wahrscheinlich auch. Ihr habt einen Superhelden-Sonderband oder auch so eine Art groß angelegte Geschichte. Andauernd immer nur dieses ganze Gefasel hinter diesen ganzen Sprechblasen und wartet mal auf die Action. Bei diesem Comic ist das halt nicht der Fall, weil eben halt diese mysteriöse Atmosphäre eben halt diesen Comic mitbegleitet und dem Leser eben halt ein Gefühl von Spannung gibt und er es einfach lesen soll. Jeff Lemire hat immer wieder frische Ideen, mit denen er immer seine Leser beglücken kann. Und seine Zeichnungen sind in meinen Augen auch der Hammer, weil sie einfach mit ihrem illustrierten Kinderstil es schaffen, sich von dem typischen Superhelden-Stereotyp abzuheben. Und das ist es, was dieser Band in meinen Augen so besonders macht. Bei Vertigo habe ich immer das Gefühl, Vertigo ist in meinen Augen Sachen Geschichten und so ziemlich reif. Noch viel reifer als Marvel, finde ich. Was auch vielleicht an Jeff Lemire liegen kann. Jeff Lemires Zeichnungen sind auch etwas ganz Besonderes, finde ich. Okay, Leute, ich hoffe, dies hat euch gefallen. Ja, ich weiß, die Review war ein bisschen kurz gewesen, aber ich weiß nicht, gebt euch den Band.